Hallo meine Damen und Herren, willkommen zum neuesten Video. Ich habe jetzt eine Woche lang nichts hochgeladen und es hat sich angefühlt wie 2 Wochen. Ich habe ein bisschen arg viel Huddel gehabt, aber jetzt ist wieder Zeit. So, ich habe uns einen Overwatch vorbereitet, also ich habe kurz reingeschaut und derjenige hat sich nicht gedreht. Ein Wunder. Heißer Masaya! Buy and sell Skin on Skin Baron. Das bedeutet also, dass wir da reinglotzen. Das ist ja klar. Und ihr werdet jetzt nicht glauben, was das für eine Map ist. Ich war richtig baff, weil ich habe die, glaube ich, noch nie im Overwatch gesehen. Und zwar Extraction. Wow. Eine von den neuen Maps, ich weiß mittlerweile, ist ja nicht mehr neu, ist ja altbacken. Wir haben hier also Monsieur Kötterich, der hier auf Extraction spielt und vielleicht noch diese Granaten-Damage-Ding machen muss. Nein, er aimt genau auf ihn drauf, aber schießt nicht. Den hat er eigentlich getroffen, aber sein Mate kam ihm zuvor. Und da sind ganz komische Bildsprünge drin. Das ist mir vorhin gar nicht aufgefallen, habt ihr das gesehen? Da waren jetzt ja vorneweg zweimal, wo irgendwie ein paar Frames gefehlt haben. Oh, er guckt auch kurz auf den Boden am Anfang. Und er ist ein Satz. Er läuft gegen den Tisch. Alter, die Nate. Also, ich weiß noch, dass man am Anfang hier Damage machen musste mit Granaten oder Mollys. Vielleicht ist er da dran. Keine Ahnung. Aber irgendwie, also er weiß auf jeden Fall, wobei, den hat man gehört, den da links. Aber ich meine, jetzt schon sagen zu können, dass er weiß, wo sie stehen. Und ich glaube, er zuckelt auch ein bisschen drauf. Oder? Meint er nicht auch, dass er so ein bisschen drauf zuckelt mit dem Fadenkreuz, auch wenn er keine Killverwandlung machen konnte? Wir schauen mal kurz hier in die Shadarenis rein. 614 bei ihm. Ja, okay, naja, 4-4 generell. Ist ja noch ganz hinnehmbar. Jetzt gucken wir mal ganz genau. Ja, er riecht schon stark, wo sie stehen und das war auch zu hart. Ja, okay, da war er voll eingeloggt. Ist ein typischer Keki. Schade. Jetzt gucken wir noch ganz kurz, ob er hier versucht, irgendwie was zu hiden. Also das gerade eben war ja schon ultra obvious. Okay. Nee, er guckt den Gegner ungefähr an und drückt dann auf sein Kockerich. Und dann pfft. Also auf sein nicht vorhandenen Kockerich, meine ich natürlich. Und schon ist er auf der Rübe drauf. Das ist ja eigentlich witzlos. Hat er wenigstens schicke Skins am Start. Da war eine AK Uncharted, glaube ich. Eben in seiner Hand. Ist jetzt nicht absolut krass. Also überhaupt nicht eigentlich. Ich bin noch nicht mal Stat-Track dran. Ist scheinbar ein armer Cheater. Ne? Fehlt ein bisschen das... Oh. Ach du Scheiße, Alter. Und dann dreht er sich kurz. Er will dynamisch aussehen und fesch. Für die Girls, die ihm zusehen. Auf, komm, mach den weg noch. Die Wingman-Dinger sind eh ganz kurz, also es wird gleich vorbei sein, der Fall. Man sieht sie auch am Punktestand. Ist gleich wieder rum. Jetzt könnten wir natürlich sagen, hey, weißt du was? Wir gucken einfach noch einen an. Vielleicht ist der auch kein Spinbotter. Und wisst ihr was? Okay. Okay, machen wir. Machen wir. Ich vertraue einfach mal ganz... Was war das für ein Move? Ich hab nicht getroffen, ich muss mein Knife ziehen. Shit. So, jetzt aber, komm, mach den Deckel... Fang jetzt nicht an reinzuspinnen. Mach die halt normal fertig. Trotzdem assi, also er ist auf jeden Fall für einen Cheater schon extrem am rein reagieren, also würde ich sagen. Wir drücken ihm hier natürlich Aim Assist sowie Vision Assist und Other nicht. Und bei Griefing habe ich eigentlich auch nichts gesehen. In der ersten Runde hat er irgendwie, ist sein Mate durch sein Molly gelaufen und er hatte sein Mate abgemollied, aber war am Ende der Runde, ich weiß nicht, was die da getrieben haben. Dumm Zeug wahrscheinlich. Submit! Und jetzt warten wir auf den... Kam der eben rein, als ich gelabert habe? Ja, sehr schön. Randa. So, Leute. Jetzt kommt natürlich wieder die gute alte Wette. Werden wir ein Spinbotter haben? Oder nicht? Ich weiß, im Stream ist es ein bisschen cooler, weil wir da halt mit unserer Streamwährung wetten können oder mit den Jumbles. Aber hier können wir halt um die Ehre wetten. Also haltet hier kurz das Video an. Guckt nach den Streamzeiten in der Videobeschreibung. Schreibt dann, was ihr glaubt, was er wohl macht, also Spinbot oder nicht. Und dann rückt er wieder auf Play. Los geht's. Pass auf, ich gebe auch eine kleine Prediction anhand der Map, sobald ich sehe, welche es ist. Hallo? Counter-Strike. Ah. Das 2 aka Spinbot Hausen. Also ich würde sagen, ist wahrscheinlich jemand da, der nicht so viel gerade ausguckt. Oh. Warte mal. Da guckt er einfach geradeaus. Aber er hat eben auf den Boden geguckt. Das Warten hat sich gelohnt. Wir spulen mal eben in die erste Runde rein. Ich hab keinen Bock, Warm-Up anzugucken. Außer er würde hier schon reindrehen, aber hey. Hey! Nein! Okay, stopp, nicht so schnell. Moment. Technical Timeout durchlaufen lassen und dann will ich was sehen. Oh mein Gott, 2 Technical Timeouts. Ach du Scheiße. Was, er wartet jetzt die ganze Zeit darauf. Jetzt reinzuspinnen. Pisser! Wir warten noch eben auf den ersten Kill, nur für alle Fälle. Nicht, dass er reintrollt, aber das ist hier schon zu 99,99% Spinböttchen. Yep, Kork. Ich würde sagen, hier haben wir jetzt sogar den Fall, da können wir alle 3 Dinger drücken, nur das untere halt nicht. Klar, zack. Wobei, ich hätte theoretisch weiter gucken müssen und vielleicht hätte er dann in seinem Fall jemanden angepimmelt. Wer weiß, oder Mates gekillt sogar. Keine Ahnung. Aber für den Spinbot wird er sowieso gebannt. Achso, ich habe jetzt... Ne, jetzt habe ich die 2 Fälle nicht runtergeladen. Ich Grasdackel, ich verkack da. Ach, naja, egal. Komm, wir gucken kurz die Battlefield-Dinger an. Wow,
What a time to be alive. Fühle ich jetzt gar nicht irgendwie. Wisst ihr, was wir jetzt noch geschwind machen zum Ende hin? Wir machen noch eine kleine Geschichte auf hier. Bei der Operation Riptide 27 Münzchen, Sternchen habe ich noch. Und ich habe gehört, mein Dealer hat mir gesagt, die Mirage Collection, nee, halt, warte, welche war's? Die Das Zweite, nee, die Vertigo Collection. Ich glaube, die war's auch nicht. Okay, naja, komm, wir machen Mirage. Ich nehme bitte einmal die hier, dankeschön. Können Sie mir gerade eintüten? Ja, komm, hau raus. Gib mir die AWP, was ist? Rob jetzt! Wo ist die AWP? Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehen wir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe. Ja, das ist gut.